Moin Moin und hallo zu Folge 5 vom Let's Play Car Mechanic Simulator 2014. Yes. Und ich habe ja in der letzten Folge schon mal gesagt, der Entwickler kümmert sich um sein Spiel und es kommen regelmäßig Patches. Also jetzt in den letzten 2-3 Tagen gab es irgendwie jeden Tag so einen kleinen Patch, immer so 5 MB, 10 MB mal im Download. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal was zu den Patches und wie sich der Entwickler kümmert. Da habe ich ja gerade mal was vorbereitet. Im Steam-Forum, also im Community-Hub unter den Diskussionen, findet ihr oben angepinnt hier das Changelog mit den ganzen Patches. Und wenn wir hier jetzt mal durchscrollen, ich will da jetzt nicht zu jedem Punkt was sagen, aber zu ein paar, die mir dann doch sehr positiv aufgefallen sind. Und zwar wäre da zum ersten hier der Acerti Keyboard Support. Ja, da haben sich nämlich Leute aus Frankreich und Belgien im Steam-Forum gemeldet und gesagt, hey, hallo Entwickler, wir haben hier so ein anderes Tastatur-Layout und damit funktioniert euer Spiel leider nicht vernünftig. Könnt ihr da irgendwas machen? Und, et voilà. Wie man dann dort sagen würde, ja, die Entwickler können was dran machen und haben ins Optionsmenü eingebaut, können wir auch gerade mal hingehen, dass man eben hier sein Keyboard-Layout auch auf Acerti stellen kann, wenn man das wollte. Wenn ihr jetzt mal gerade euren Kopf ein bisschen senkt und auf die eigene Tastatur schaut, werdet ihr feststellen, dass wir hier in Deutschland eine Querz-Tastatur haben. Ja. Französische Tastatur, ganz fürchterlich, sieht völlig anders aus, oder, naja, vielleicht nicht so völlig anders, aber hat halt eben doch noch so ein paar spezielle Tasten mehr. Ja, das wäre das. Und dann, genau, Patch 1053, Polish Language Edit. Ja, ich weiß nicht, wo die Entwickler genau herkommen. Möglicherweise aus Polen. Keine Ahnung. auf jeden Fall gibt es jetzt hier im Optionsmenü auch die Möglichkeit, auf Polnisch zu stellen. Ja. Für alle Leute aus Polen sicherlich ganz nett. Für uns hier in Deutschland jetzt wohl eher nicht so. Es sei denn, ihr könnt natürlich zufällig Polnisch. Ich kann es leider nicht, von daher werde ich es euch jetzt auch nicht vorführen. Und sehr spannend, im letzten Patch, beziehungsweise hier ist er noch als im nächsten Patch angekündigt, coming, neue Teile werden in blauer Farbe markiert. Ja, super, super Sache. Und es wird auch endlich möglich sein, die Gebrauchteile in ein Auto zu installieren. Anscheinend geht das immer noch nicht, oder geht das in der aktuellen Version nicht. Ich habe es ja bislang noch nicht ausprobiert, ob dieser Gebrauchtshop tatsächlich irgendeinen Sinn macht oder nicht. Scheint so, als würde das jetzt kommen. Ja, also Red Dot Day, Knoten in der Zunge. Red Dot Games, Daumen nach oben für euch. Auch, dass ihr so aktiv hier im Forum mitdiskutiert. Es gibt einen offiziellen Bugs-Thread, Improvement, also für Verbesserungsvorschläge. Und alle möglichen Sachen. Die Entwickler sind hier sehr aktiv. Antworten nicht auf jedes Thema, aber man merkt definitiv, sie setzen sich mit ihrer Community auseinander. Und das wollte ich hier jetzt nur mal als positives Beispiel einfach erwähnt haben. Jo, habt ihr gut gemacht, Red Dot Games. Und euer Spielchen ist hier eigentlich auch ganz nett. Darum spiele ich es hier ja auch mit euch zusammen. Ja, schöner Motor. Genau. Und wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, wenn ich mich nicht ganz irre, bei einem abgeschlossenen Ölwechsel. Mal schauen, ob mich mein Gedächtnis nicht trügt. Doch, tut es. Ah, verdammt. Okay, wir waren stehen geblieben mit einem Auto, das komische Geräusche macht. Na gut, dann halt so.
Ach stimmt, das mit dem Ölwechsel war davor, das war Folge 3. Ja, das war in Folge 3 das Ende. Genau. Und jetzt sind wir in Folge 5. Ja. So. Oh Gott. Ich sehe da schon was im Hintergrund. Ein wunderbar hübschen pinken Genesis Town. Ich mach mal lieber schnell wieder den Zettel auf, dann sieht man nicht so viel vom Auto. Okay. Dum 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 dum. Replace air and oil filters, change oil, check timing. Okay. Öl- und Luftfilter wechseln. Öl wechseln. Ha, da haben wir ihn wieder, den Ölwechsel. Und Timing checken. Okay. Haben wir alles schon gemacht. Sollte einfach sein. Und was schreiben sie hier? I just bought the scrappy car and I need to make basic maintenance. Replace air and oil filters, change the oil and check the timing, please. Okay, sir. Will do. Ich habe mir gerade dieses Ich habe mir gerade dieses schrottige Auto gekauft und muss mal die Basis Wartungssachen machen lassen. Also einmal Filter wechseln, Öl wechseln und bla, was ich eben schon gesagt habe. Genau. Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, am Anfang. Haha. Yeah. Schauen wir erstmal nach dem Öl. Das ist am einfachsten. Yo. Das ist nicht gut, was der hier zeigt. So, die helfende unsichtbare Hand schließt wie immer die Motorhaube. Wo war hier das Ölablass-Dingsbums-Loch? Ja, an den Kameraperspektiven sollten sie vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen was ändern, die Entwickler. Das ist ja, na, doch nicht so ganz einfach immer hier hin und her zu navigieren. So. Ups. War das jetzt schon alles Öl? Mach mal zur Sicherheit nochmal auf. Okay. Das war alles Öl. Gut. Und es ist natürlich auch wie immer hier auf dem Boden gelaufen. Ja. Finde ich nicht gut. Die arme Umwelt. Kann man doch nicht einfach Öl so einfach hinkippen. Ich meine, dass hier in der Werkstatt immer mal ein paar Tropfen daneben gehen, ist ja noch normal. Aber so ein komplettes irgendwie zwei Liter Öl oder wie viel auch immer hier in so eine Karre reingeht. Einfach mal so in die Landschaft laufen zu lassen. Nee, das finde ich echt nicht gut. So, gluckeli-gluck. Neues Öl reingefüllt. Schauen wir mal. Ja, so gerade das Minimum. Ich glaube, da schickt man nochmal einen Schluck hinterher. W30. Supermotoröl. Diese Bezeichnung sagt mir auch noch irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr was. Oh. Maximum. Na gut. Ist zu viel Öl eigentlich schlecht? Ich weiß es gar nicht. Also, mit Sicherheit, wenn es einen Maximum Stand gibt, aber was hat das für Auswirkungen? Fragen über Fragen, die sich hier ergeben. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte doch noch so ein bisschen was über Autos lernen. Und sei es nur, um hier ein bisschen qualifizierter über das Spiel reden zu können. Aber egal. Machen wir erstmal weiter hier mit unserem Programm. Und zwar einen Ölfilter rein. 48% Kondition auf dem Plastikdeckel. Naja, was soll's.
Plastikdeckel ersetzen steht hier ja nicht, ne? Ne. Gut. Luftfilter habe ich eben auch schon mit eingekauft. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der befindet sich hier unter diesem Deckel. Ja, alles so schön festgeschraubt. Aber gut. Muss es ja auch, soll ja schließlich bei der Fahrt nicht irgendwie, ja, sich lösen und von hier durchs Auto fliegen. Das wäre ja auch nicht gut. 47% Zustand auf diesem Plastikdeckel. Jetzt weiß ich langsam, was der mit Crappy Car meint. Das ist wohl generell einfach nur schlecht gewartet in einem schlechten Zustand. 53%, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich glaube, der Typ kommt mit seiner Karre nochmal wieder. 59. Hm. So. Was mussten wir jetzt noch machen? Timings checken. Ja, da haben wir... Da musste ich ja auch lange, lange suchen. Bis ich rausgefunden habe, was man hier alles für tun muss, um diesen Punkt zu erfüllen. Das ist im Wesentlichen, ja, alles hier ersetzen, was irgendwie mit an dem Kreislauf hier hängt. Also den kann ich nicht. Also vor allen Dingen natürlich hier den Keilriemen und den anderen Riemen, von dem ich nicht weiß, wie er heißt. Oder sind das beides Keilriemen? Gibt es zwei davon im Auto? Wer weiß, wer weiß. Ich auf jeden Fall weiß es nicht. Was musste man denn jetzt hier noch? Muss ich dafür das rausnehmen? Nee. Da muss ich erst den Bells und da muss ich erst den Bells. Gut. Hinaus. Hinaus. Halt, Wasserpumpe? Wasserpumpe wollen wir doch gar nicht. Na verdammt. Schrauben wir die Wasserpumpe lieber schnell wieder rein. Dann kann ich es auch nicht vergessen. So. Was brauchten wir noch? Genau, der musste auch mit raus. Aus Spaß an der Freude untersuchen wir jetzt noch den. Geht nicht. Na gut. Genau. Das weiß ich auch nicht, wofür es gut ist. Egal. Können wir irgendwas davon reparieren? Nö. Also neu kaufen. Und zwar einen Idler Pulli. Pulley. Wie auch immer der ausgesprochen wird. Einen Serpentine Belt. Und einen Timing Belt und ich habe irgendwas vergessen. Es waren vier Sachen. Schmeiß mal den erstmal weg. Oh, der ist auch noch übergeblieben. Ja, da haben wir sogar noch einen im Inventar. So, den Belt Tensioner. Genau. Den. Gurtspanner. Oder Keilriemenspanner. Oder wie auch immer sich das Ding auf Deutsch schimpft. So. Jetzt haben wir alles. Dann machen wir uns mal dran, das wieder in der richtigen Reihenfolge, wenn möglich, dran zu schrauben. Da blinkt was weiß. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Fangen wir damit an. Den drauf. Und den drauf. Und den drauf. Und vier Häkchen. Und der gibt uns $500 dafür. Frage ich mich, ob ich gerade nicht mehr an
Teilen ausgegeben habe. Oder nicht genau 500 irgendwie an Teilen. Egal. Bin ich jetzt auch zu faul, das nochmal nachzuchecken. Aber hier dürfte der Umsatz, der Gewinn relativ gering gewesen sein. Na. Ich hasse diese Aufgaben. Find and eliminate the problem. Ja, finde und löse das Problem. Mein Auto hat einen hohen Kilometerstand und es hört sich schrecklich an, wenn ich Kurven fahre. Und wir haben hier wieder die schöne Limousine in einer nicht ganz so schönen Farbe. Er macht komische Geräusche, wenn er Kurven fährt. Das mit den komischen Geräuschen wiederholt sich jetzt langsam irgendwie. Also, es sei denn, es ist jetzt mal tatsächlich ausnahmsweise was anderes. Und meine erste Vermutung stimmt nicht. Aber da scheint sie sich schon zu bewahrheiten. Ein schönes rot gefärbtes Teil. Bremsen. Bremsen sehen okay aus. Boah. Stoßdämpfer. Keine Ahnung. Ja. Die Drive Axle muss raus. Dann machen wir das doch. Und mal sehen. Ob die andere Seite genauso ist. Untersuchungsmodus. Bremse. Wobei die Bremse macht beim Kurvenfahren. Also wäre seltsam, wenn die da Geräusche macht. Aber egal, als gewissenhafter Mechaniker und wenn man das Rad dann eh schon mal ab hat, sollte man das doch bestimmt machen, oder? Einfach mal mit auf die Bremse gucken. Ja, stimmt nie verkehrt. Ist ja schließlich auch der Sicherheit wegen. So, und auf der anderen Seite, das Ding ist genauso kaputt. Raus damit. So. Mal schauen. Ja, gut. Getriebe können wir nicht untersuchen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Dann. Aber doch eine Sache nochmal nachgucken: nämlich das Teil in der Mitte von der Lenkung. Oder vom Getriebe, Antrieb, wie auch immer. Mal sehen. Ja, wir können es untersuchen. Nee, ist aber in Ordnung. Genau, ist hier das Mittelteil von der Lenkung. Okay. Auto wieder runterfahren. Und wir brauchen... Wie heißt das Ding nochmal? Ich guck lieber nach. Drive Axle. Genau. Links und rechts einmal. Warum kostet die linke Seite eigentlich 400 und die rechte 350? Beziehungsweise mit meinen Upgrades hier jetzt natürlich ein bisschen weniger, aber es ist doch prinzipiell erstmal dasselbe Teil. Sollten die da nicht denselben Preis haben? Kommt mir seltsam vor. Naja, was soll's. Wir haben 3800. Ja. Wäre zwar jetzt sinnvoll gewesen, das andersrum zu machen. Erst den Discount zu kaufen und dann die Ersatzteile. Aber egal, beim nächsten Mal. Und oh, sehe ich gerade hier. Level 3 wird auch teurer. 1500 statt 1000. Okay. Mir noch mehr überlegen, ob man das dann wirklich investieren will. Ob sich das dann auch lohnt. Weil, ich meine,
Im Grunde sind diese Upgrades hier ja eigentlich ziemlich witzlos. Weil ich würde mal behaupten, was, Mann, 1400. Und für die Teile bezahlt haben wir jetzt 750. Dass man eigentlich an den Aufträgen immer irgendeinen Gewinn macht. Also dass man so nicht direkt in eine Falle laufen kann. Außer eben, wenn man zu viel für diesen Upgrade-Kram ausgibt. Aber da gibt es ja jetzt auch das Bankloan, den Kredit, den man aufnehmen kann. Also so ganz so ganz kann man sich das den Spielstand eigentlich ja nicht mehr kaputt machen. Zum Glück, muss ich sagen. Wäre ja auch schön doof. Spielt man hier 20 Stunden, kauft sich zu viele Upgrades und Spiel zu Ende, fangen wir von vorne an. Das wäre ja Mist. So, die Lady mit den Geräuschen ist auch glücklich. Oder der Typ. Weiß man ja hier nicht. Man sieht die Leute ja nicht.